Hallo. Bei Kannst du mir mich geht der. verstehen? Ja, du. Ja, doch. Ich glaube, ich Okay. kann dich sehen. Ich bewege mich mal, damit du Stimmt. beurteilen kannst, ob du mich auch im Bewegtbild sehen kannst. Ja, die Menschen fragen, ob sie mir zusehen, wie mein Bart wächst, ja. Freddy Lau ist da. Hallo. Und Bora auch. Guck, Guck ihr mal. versammelt gerade unser Live-Video. Das ist ja schön. Bora? Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ja, vielleicht lag Okay. es auch am Telefon. Also, es sieht so aus, als würde es funktionieren. Wir haben es geschafft, 80 Jahre später. Hammer, unglaublich. Okay, let's go. Ja, es ist. Guck mal. Du musst das Gespräch führen, es ist zu früh bei mir. Bei mir ist 5 Uhr morgens und ich bin im. Warte kurz. Kann dir mal. Hier. Sieht man das? Ja, du Prolet, du bist irgendwo krasses. In Melbourne bin ich und fliege gleich zurück. Wo bist du denn? In welcher Stadt? Berlin. Berlin. Und Und in ich welcher. bin zu Hause und ich habe mich richtig asozial auf den Boden gesetzt, weil ich junkie-mäßig am Strom sitze. Was hast du? Asozial auf den Boden gesetzt, weil ich am Strom sitze, so junkie-mäßig, weil ich keinen Saft mehr habe. Hast du keinen Paul-Ripke-Akku? Habe ich dir keinen gegeben? Nee. Kennst du die? Nee, kennst du nicht, ne? Kenne ich nicht. So, Hallo. egal, wir wollen über Hallo. unser Video. Wir wollen Okay, über dann lass unser mal Video reden. über das Video jetzt reden. Komm. Erzähl mal. Also, grundlegend war es so, dass Lena mich gefragt hat, du warst in L.A. wegen irgendwas anderem, worüber du wahrscheinlich nicht reden darfst. Ist richtig? Ich muss mir jetzt gerade was Lustiges ausdenken. Das hat was mit den Jenners zu tun, ne? Keeping up with the. Oh, Nein, hat's nicht. Jasmin. Wait, wait, warte kurz. Ich kann nicht gleichzeitig Kommentare lesen und mit dir sprechen. Okay. Es hat Double natürlich nichts Tasking. mit Jenners zu tun. Bist du bescheuert? Wäre doch lustig, wenn das so. Was habe ich heute gelesen, dass die. Der ist wieder zurück. Der die betrogen hat, weil Kylie Jenner gesagt hat. Egal. Ich drifte ein bisschen ab, wie Tristan? gesagt. Tristan ist wieder zurück? Nein! Angeblich. Und Das glaube hauptsächlich ich das. nicht. Aber hier, Dings Jordan hat doch Chloe sozusagen und Tristan betrogen. Genau. Und aber weil es Unglaublich. halt von Kylie Best Friend ist, ist es wie es ist. Weißt du, was die Okay. zweite Information ist, die ich gelesen habe und die ich die krasseste Information der Welt finde? Also, wo ich echt mir dachte, das ist der Motherfucker-Move. Hit Tesla me. hat ein neues Auto released, ja? Aha. Was so ein kleinerer Jeep wieder ist. Und es heißt Y-Klasse, wie auch immer. Und Hört jetzt sich schon mal. heißt die Ja? Produktreihe von Tesla, ja, alle 4 Autos, die draußen sind, ergeben sexy. S, Das glaube ich 3, nicht. X und Y. Und steht auch so auf der Webseite. Das ist so, Niemand. doch, das ist so geil. Der Typ ist so ein Motherfucker. Ich finde Oh den mein Gott, total. ich Naja. liebe es. Wollte ich nur mal erzählt haben. Also, Lena hat mich angerufen. Nee, Fun wir Fact. waren irgendwo. Was haben wir denn gemacht? Du warst bei meinem Podcast zu Gast. Das war sehr nett von dir. Und dann hast du gesagt, kennst du nicht irgendeinen coolen Filmer, der ein cooles Video machen könnte? Und ich war sauer und habe gesagt, sag mal, bist du dumm? Warum fragst du mich nicht? Dann hast du gesagt, ja, ach, nicht so Bock drauf. Ich bräuchte halt was Bullshit. so Artie-mäßiges, was Undergroundiges, Bullshit. also was Cooles Bullshit. halt. So, jetzt kannst du übernehmen, wie du damit umgehst. Ja, also es ist natürlich ganz anders. Ich habe überlegt, wer könnte das Video machen und ich bin in LA und es wäre doch eigentlich cool, was in LA zu machen zu dem Video. Und dann habe ich meinen guten alten Freund Paul Ripke gefragt, ob er Bock hat. Und er hat gesagt, ich könnte mir generell im Leben nichts Schöneres vorstellen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir ein Video. Dann kam aber schlechtes Wetter. Ja.
Es hat durchgehend geregnet. In L.A. und Paul meinte, wir können das leider nicht in L.A. machen, weil es sieht dann aus wie Wuppertal. Ja, so sah es auch aus, weil L.A. im Regen sieht aus wie Wuppertal. Es ist so. Kannst du bestätigen, ne? Ungefähr 4 Tage oder 5 Tage vor Videodreh im Grunde genommen angefangen. Bisschen früher, oder? Eine Woche davor haben wir angefangen, aufzuschreiben, dies und das, und haben 10.000 Ideen. Und wie es immer so ist, da gibt es dann auch lustige Ideen und unrealistische Ideen. Und ja. Das liebe ich ja sehr an Musikvideos mit Sag mal Sängern eine machen. Idee, die wir nicht gemacht haben. Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, weil wir so viel... Nee, das möchte ich nicht, weil das ist ja das Schöne, dass du die alle vergessen hast, die wir nicht machen konnten. Okay. Auf jeden Fall haben wir uns dann mit einem Team zusammengesetzt. Kollege von dir, David Oswald, und von meiner Seite aus der Erde. Relativ unabhängig von der Plattenfirma. Sehr unabhängig, weil ich gesagt habe, ich würde es gerne selber machen. Und also ich will gerne, dass wir das cool machen, einfach zusammen. Und normalerweise ist es so, dass die Plattenfirma, da gibt es Produktmanager und die schicken dann sozusagen Anfragen raus und dann gibt es Produktionsfirmen, die dann mit Regisseuren zusammenarbeiten und die schicken dann Konzepte und Treatments und dann darf der Künstler sich ein Treatment davon aussuchen und darauf haben wir geschissen, sondern wir haben einfach gedacht, wir machen das zusammen und dann haben wir das auch gemacht und haben Ideen hin und her gepingpongt. Und dann ist irgendwie dieses Konzept entstanden. Und dann möchte ich aber festhalten, dass wir an dem Tag, also es gab so, ich fand das Lustigste an dem ganzen Dreh, ja, war, dass irgendwann hat irgendjemand gesagt, ja ey, wir machen es jetzt kurzfristig, ist alles, was auch immer, einfach nur, weißt du, Lena und du, ihr fahrt irgendwo hin und dann macht ihr irgendwas und dann entsteht was Cooles irgendwie. Schnitt. Und dann ich habe erstmal 28 Tobsuchtsanfälle gekriegt, weil das für mich nicht funktioniert. Ja, aber gut, irgendwann stand ich um 5 Uhr morgens in Venice Beach, vor einem Airbnb, wirklich 5 Uhr morgens, gleiche Uhrzeit wie jetzt, und habe, also mein Team war Paul. Ja. Ich habe mich an die Abmachung gehalten. Wer war denn in deinem Team? Also in meinem Team war dabei erstmal der Fabi, der ist von der Universal, aber der ist nicht für diesen Bereich zuständig. Der war dabei für TV-Promo. Der ist mitgekommen, weil wir sozusagen ja ein etwas anderes Geheimnis mit den Jenners in L.A. gemacht Keeping haben. Keeping up with the Kardashians. Keeping up with the Lenis. Fabi war dabei von der Universal, der war ganz zauberhaft, der meinte, ja, ich komme einfach mit und ich bin einfach Junge für alles und der hat einfach guten Vibe gemacht, liebe Fabi über alles, der ist ganz, ganz toll und super süß. Dann war dabei Bella, my assistant, dann war dabei Hütti für Backstage-Material und alles andere für alles, was wir sonst noch so gebraucht haben. Dann war dabei Philly für Haare, Make-up. Da habe ich gleich mal eine Frage, erinnere mich gleich. Ja, und. Da war noch jemand dabei, oder? Nee, ja, das war's. Nee. Aber trotzdem seid ihr zu viert aufgeschlagen, ich war allein. 1, 2, 3, ja, du arme Sau. Ich habe mich dran gehalten. Und dann sind wir losgefahren in dem Morgen. Ich habe dir kein Versprechen gegeben, dass ich alleine komme. Was wäre das denn gewesen, wenn wir alleine da gewesen wären? Hallo, ich habe alle mit Materia, habe ich alle meine Musikvideos alleine gemacht. Okay. It's a vibe. Paul, du bist ein absoluter Knaller, ich bin das Arschloch. das will ich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen. Ich lege gleich wieder auf. Nein. So, und dann sind wir, als allererstes haben wir Frühstück gekauft für Hütte. Weil Hütte musste mal amerikanisch frühstücken. Und er musste aber alles essen, was ich ihm bestellt habe über den Tag. Das fand ich mein Highlight, muss man sagen. Und dann sind wir... also er hat um 6 Uhr morgens, was hast du ihm bestellt? Einen riesig großen Eist Frappuccino Karamell Cream. Mit so Sahne und so einem Zeug. Double whipped, alles. Er hat es aber ausgetrunken. Er hat sich dran gehalten. Hey, es war riesengeil. Ich war so neidisch, weil ich gerade vegan bin und außerdem noch keinen Alkohol trinke. Paul hat ganz, ganz brav einen Tall Americano. Was ein Scheißleben. Langweilig. Und ich hatte einen Cappuccino with Almond Milk. Korrekt.
Dann sind wir weitergefahren. Wie oft habe ich bezahlt fürs Auto hinter mir? Da habt ihr alle komisch geguckt und habt es nicht verstanden. Oh, das war ganz cute. Man kann schon noch mal eine cute Geschichte über Paul erzählen. Und zwar, was er macht, ist, er hat, du hast es irgendwann mal selber erlebt an eigenem Leib. Das hat Jan mit mir gemacht. Genau, dass das jemand mit dir gemacht hat, nämlich vor dir in der Schlange. In Amerika gibt es ja nicht nur Fast-Food-Drive-Thru, sondern auch Kaffee-Drive-Thru. Und wir sind zu einer großen Kaffeemarke gefahren, um da unseren Kaffee zu holen. Da gab es einen Drive-Thru und Paul hat für den Kunden hinter uns an der Kasse gesagt, und egal, was die Person hinter mir bestellt, ich zahle das. Einfach nur, um der Person eine Freude zu machen. Und das fand ich ganz zauberhaft von dir. Nee, man musste ja vor allem karmamäßig den Karma-Gott bestechen, weil wir ein bisschen was vor uns hatten an dem Tag. Das ist richtig, aber trotzdem kann man es auch einfach so machen, ohne den Hintergedanken direkt wieder sein Karma-Konto aufzufüllen. Genau, weil Geschenke sind nichts ohne Wiederleistung. Wie auch immer, da hast du komplett recht. Sind wir nach Palm Springs gefahren, das ist 3 Stunden weg von L.A., weil da halbwegs gutes Wetter war. Wir hatten 26 Grad und Sonne. Was? Das habe ich gerade nicht verstanden, Entschuldigung. 26 Grad und Sonne. Ja, da war mega Wetter. Paul hat ein Airbnb in Palm Springs gemietet. Genau, das war dann unsere Base. Genau, mit Pool, mit allem. Das war ganz geil. Habe ich hart gelogen, habe gesagt, dass der Pool warm gemacht werden muss für meine Kinder. In Ehrlichkeit war es aber für dich. Damit der nicht so kalt war. Und dann haben wir als erstes die Unterwasserszenen gedreht. Wir hatten einen richtigen Drehplan. Dann hast du Haare und Make-up bekommen. Ich hatte 4 Stunden Pause, weswegen Philly einen kurzen Nervenzusammenbruch bekommen hat und gesagt hat, warum sind wir dann A, so früh hingefahren und B, warum warten wir jetzt die ganze Zeit und machen nichts? Und Paul saß die ganze Zeit da und hat gechillt, hat gesagt, naja, Dickerchen, wir müssen auf das richtige Licht warten. Gut, haben wir gemacht. Ist ja auch so. Ja. Man darf nicht sein Feuer. Aber das ist die Frage, wie findet Philipp das Video? Weil der war ja zwischendrin verunsichert. Ja, er hat mal die ein, zwei Auftritte hinterfragt, die wir da auf, also beidseitig, von mir und von dir, würde ich mal sagen. Philipp, mein Make-up-Artist und ich, wir sind ja so ein bisschen wie Geschwister, das heißt, wir behandeln uns auch so. Da gibt's Psychologen. Die ein oder andere. Bitte? Alle Haare-Make-up-Menschen sind quasi wie Therapeuten. Muss man sagen, das hat mir sehr ein. Hat Paulina erzählt in ihrem Podcast, und das fand ich sehr einleuchtend, kann ich mir sehr gut vorstellen. So viel Zeit, wie ihr mit Haare-Make-up-Leuten verbringt, das muss total krass sein, wie viel die mitkriegen. Ja, also für mich ist es eher wie ein Bruder als ein Therapeut. Okay. Wenn, dann therapieren wir uns gegenseitig. Genau, wir hatten dann, Philipp und ich hatten ein, zwei Auseinandersetzungen, weil Philipp so ein bisschen das Konzept in Frage gestellt hat, weil es auch ein bisschen Harakiri war, was wir da gemacht haben. Natürlich. Immer. Ja. Wir wussten jetzt auch noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht. Aber findet er es jetzt okay oder nicht? Er liebt es total. Er feiert es total ab. Er findet, es ist mega, mega geil geworden. Und ohne Scheiß, ich finde, man kann es fast auch nicht scheiße finden, weil ich bin auch so ein großer Fan davon. Ich finde, es ist mega, mega geil geworden. Wie glaubst du, meint Jan Böhmermann das? Der hat auch getweetet, dass er es gut findet. Ist das verarschend gemeint oder ist das ernst gemeint? Sag mir, was du denkst, was seine Meinung ist. Ich glaube, er verarscht. Also ich glaube nicht, dass er sowas ernst meint. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir auch nicht beantworten. Aber ich habe viele Nachrichten gekriegt, dass alles toll finden. Also auf jeden Fall haben wir da versucht, die Szenen zu drehen, die wir quasi dann eingebaut haben danach. Und wir haben fast alles auf dem Handy gedreht, tatsächlich, was für mich schwierig war. Was echt ein bisschen spackig auch sich anfühlt, mit so einem Telefon in der Wüste zu stehen. Ja, aber es ist ja auch ein Mittel, ne? Also ich finde, es irgendwie fühlt sich spackig an, aber irgendwie finde ich, es ist auch echt ein stilistisches Mittel. Und wir haben uns ja von vornherein relativ schnell dazu entschieden. Also Paul hatte die Idee und vor allen Dingen auch so ein bisschen nicht nur die Idee, sondern den Wunsch, das komplett hochkant zu machen, in IGTV-Format, in Mobilformat. Da waren wir uns auch relativ schnell einig. Und deswegen finde ich persönlich, macht das total viel Sinn. Also wir sind in 2019, alle konsumieren an ihrem fucking Handy. Und warum dann nicht mit dem Handy drehen, was ja auch von der Qualität her echt total Hammer ist. Also du hast in 4K gedreht auf dem Handy und du bist ja jetzt auch, ich sag mal, nicht der beste Kameramann, aber auch kein schlechter. Danke, ne? Danke sehr. Vielleicht darf ich ja nochmal einen Vlog drehen bei dir dann.
Ja, da reden wir. Nee, wie heißt es? Lena Weekly. Oder wie heißt es? Weekly L. Weekly L? Mhm. Geil. Das hieß bestimmt schon Weekly L, bevor Daily Ripkey gab, oder? Habe ich von dir geklaut. Du hast von mir geklaut. Du klaust alles von mir. Ich weiß. Vor allem die Make-up-Tutorials. Look. Dein Look. Alles. Aber trotzdem, also, und falls ihr euch mal, also, eine Sache, die wichtig ist, ist, dass man den Song in schnellerer Qualität, schnellerem Ablauf abspielt, als den, also der Song läuft anderthalb mal so schnell und Lena singt dann so, don't lie to me, wie so ein Schlumpf, musst du dann ganz schnell performen und vor allem das Tanzen ist schwierig, weil es quasi wie so ein Techno-Tanz ist. Und dann spielt man es langsamer ab und der Mund bewegt sich dann quasi richtig. Das war das Einzige, was wir uns effekthaschereimäßig rausgenommen haben, dass wir ein, zwei Sachen so gemacht haben. Das ist aber relativ normal bei einem Musikvideo. Das ja, macht ne? Fast alle. Und dann haben wir den Abend reingedreht, haben den Abendkram danach gemacht. Mhm. Es wurde sehr, die Stimmung wurde zwischendrin müde, weil es auf dem Rückweg sind alle, und das möchte ich jetzt nochmal festhalten, bevor ich zwei Fragen an dich habe dann. Ja. Alle sind eingepennt auf dem Rückweg. Ich habe Fotos davon, ich habe uns fast an die Wand gefahren, weil ich irgendwie festhalten wollte, dass ich als Fahrer als einziger wach bin und alle anderen Ich habe nicht geschlafen. Du hast tief und fest gepennt. Decker. Ich habe geschlafen. Du lagst auf der Mittelkonsole so. Ja, aber als wir abgedreht haben, als wir fertig waren. Ja, sage ich ja. Alle anderen haben auch geschlafen. Vorher schon, deswegen. Aber. Wie auch immer. So, wie ist das Ende gemeint, Lena? Das ist die Hauptfrage hier in den Kommentaren. Was ist denn da am Ende? Was passiert denn da? Also am Ende kotze ich Glitzer. Im Grunde genommen, das Ende ist relativ easy gemeint. Also erstmal einfach sozusagen Glitzer auskotzen, die Fakeness auskotzen, die fake Glitzerwelt auskotzen. Das, worum es natürlich auch in dem Video geht, es hat ja mehrere Ebenen. Also es ist einmal die fake Instagram-Welt dann eine fake Zwischenmenschlichkeit. Und alles, was sozusagen in dem Sinne fake war, eine Lüge war, habe ich dann in Form von Glitzer ausgekotzt. Und das Ganze ist natürlich sehr sensibel zu behandeln, weil es ja schon seit vielen Jahren immer mal wieder auch in der Presse Berichterstattungen gibt, wo man sozusagen sehr, sehr schockiert darüber berichtet, ob ich denn nun magersüchtig bin oder nicht. Ich finde, das ist eigentlich, ich freue mich darüber, dass wir das gemacht haben und dass wir uns das auch getraut haben. Es geht um die Fakeness, die da ausgekotzt wird und natürlich nicht um alles andere. Und ich bin schockierenderweise seit vielen Jahren sehr, sehr gesund. Deswegen haben wir das gemacht und wir, das war auch spannend, aufregend. Ich habe tatsächlich einen halben Beutel goldene Glitzerflocken fast runtergeschluckt. Ja, war schwierig. Kannst du mal deine Sorge mitteilen, was du für eine Zuckersüße? Ich dachte, dass du dich erschreckst und dass du dann die Glitzer, das waren alles so kleine Metallstücke, dass du die dann einatmest irgendwie und dann fällst du um, und das war in einem amerikanischen Diner auf dem halben Weg nachts um zwei, und das hätte ich einen unschönen Tod für dich gefunden, wenn du an Glitzer. Also deswegen, ich hatte Angst, dass du dich verletzt dabei, dass du deinen Rachen aufreißt und dann deine Lunge und was auch immer. Das war sehr, deswegen sehr traurig von dir. Du hast aufgeatmet, als wir fertig waren. Wir haben es auch nur zweimal gemacht. Aber es ist natürlich sensibel zu behandeln und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, dass man natürlich seinen Körper gesund. Philipp schreibt, ich liebe Glitzer. Das ist geil. Sorry. Philipp, hast du vorhin mitgekriegt, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin, weil du es nicht mehr scheiße findest, sondern jetzt okay? Ja. Ich
Vielleicht antwortet er gleich. Also seinen Körper mit Respekt behandeln und Magersucht ist eine Krankheit und kein Spaß. Es geht hier um ein stilistisches Mittel, was wir benutzt haben, um auf die Fakeness einzugehen. Und ich finde eigentlich, dass wir das relativ gut und klar umgesetzt haben. Ja, finde ich auch. Danach ja. sind wir Tschüss. Mit dem ganzen Zeug. Nee, ich kann da ja nichts. Ich lese hier parallel ein paar Kommentare mit. Mhm. Das kommt alles ganz gut an. Sind auch nette also, Kommentare. Paul, hast du das Video eigentlich selber geschnitten? Ja. Wow. Voll. Ich habe die ganze Zeit, ich habe quasi. Es war ein bisschen schwierig, weil die und es wurde quasi dann irgendwann gefüttert. Es gab irgendwann einen Rohschnitt, den hast du irgendwann einmal gesehen, wo quasi bis auf den Mittelteil mit den ganzen Grafiken, und das war das Problem, dass diese Grafiken hat dann Finn Kliman und sein Team gemacht. Also diese ganze, das war ja quasi so eine Art Buch fast, ein Drehbuch, was dann so entstanden ist aus diesen unterschiedlichen Sachen. Da kam viel Input von Adam, der hat diese Geschichte quasi geschrieben und sich ausgedacht, und das haben wir irgendwie umgeschrieben und da und dies und das. Erde. Am Ende ist es aber wirklich so gewesen, muss man ja auch mal sagen, ja. dass man das alles erst beurteilen konnte, als man es zum ersten Mal gesehen hat. Ja. Und gefühlt ja. War bis, also so ein paar Sachen haben sich dann wieder anders angefühlt. Weißt du? Also so, es war ja schon so, dass ein paar Sachen, die so als Idee sich ganz okay anfühlten mit A Friend Texted, war dann auf einmal, nee, das macht da keinen Sinn. Also ja. es war wirklich Sachen, man muss halt Sachen ausprobieren. Das ist aber in dem Moment schwierig gewesen, weil die Grafiken eben immer dann fest sind und nicht mehr so leicht veränderbar sind. Das ist ja nicht einfach, dass man irgendwas machen kann. Also man kann es nicht so viel verändern. Und es ist teilweise abgefilmt, das Cream, sehr viel Grafiken gebaut, die wirklich reingehen und nachgebaut. Das war ein zäher Prozess hinten raus. Mich hat es viele, weil ich immer, also immer wenn ich was umgeschnitten habe, musste ich mir die Datei wieder von den Klimans-Menschen holen. Und mit denen haben wir immer unterschiedlich hin. Also es waren sehr viel technische Vorgänge, die schwierig waren zwischendrin, aber am Ende hab ich, und das, da bin ich, ganz am Ende habe ich dann nochmal diese Minischnitte eingebaut. Das hat mich am meisten gefreut an dem Projekt, dass du quasi irgendwann mal gesagt hast, ich habe einen Mini-Jump-Cut mit dem Dim-Dim, also da auch die Geräusche so Mini. Am Anfang, ja. Ist laut Materia, und da bin ich immer stolz, und jetzt mache ich mal ein bisschen Eigenlob, sagt er, dass vor allem diese minimalen, auf Frederik Lau pöbelt rum, dass wir nur Quatsch erzählen. Freddy. Nein, er pöbelt nicht, dass wir Quatsch erzählen, er pöbelt, dass du Quatsch erzählst. Freddy. Flow, das macht mir Spaß. Irgendwann verstehe ich beim Schneiden den Song, und ich glaube auch, dass ich, also was geil war in dem Video, das muss man schon auch sagen, dass ich gehe schon eher auf Beat und auf Musik und auf Flow des Ganzen und Bilder und wie das alles so und wie du dich bewegst und dass so ein paar Tanzbewegungen dazu passen. Die Kombination damit, dass dann Adam und David da so ein bisschen mehr Inhalt mit dir noch gegeben haben, auf den Text gehörte Interpretation, weil auch das, also sind ja schon unterschiedliche Interpretationen, die jetzt darüber entstanden sind. Ja, des auf jeden Fall. Songtextes. Also wir haben sozusagen bei diesem ganzen Drehbuch ging es natürlich auch darum, die Geschichte zu erzählen und darum, das auch klar zu machen, worum es geht. Und wir haben auch darüber relativ viel gesprochen im Team, weil wir halt auch überlegt haben, dass wir es nicht zu komplex haben wollen. Ne? Also dass es jetzt nicht zu verstrickt sein soll oder so, aber es soll natürlich trotzdem irgendwie trotzdem ein bisschen clever sein und irgendwie auch cool und soll auch Sinn machen. Trotzdem finde ich es irgendwie wichtig, dass man da jetzt nicht sich irgendwie in irgendwelchen wilden Stories verstrickt. Beim allerersten Mal angucken habe ich so ein bisschen Schiss gehabt, dass wenn man nicht 15 bis 22 ist, dass einem das dann zu schnell passiert, weil das schon so richtig, weißt du, was ich meine? Ich finde das schon echt heftig. Also so mit The truth is calling und dann ist so direkt so not now und dann kommt von oben vier, schreibt eine SMS, good call und so. Und man muss schon schnell, schnell schalten, finde ich persönlich. Aber ich finde, es ist eigentlich gerade für so, Zielgruppe ist so ein blödes Wort, aber gerade sozusagen für natürlich die jüngere Generation,
macht es total viel Sinn. Also ich selber habe mich ungefähr 80 Mal dabei erwischt, immer wieder auf den Bildschirm zu tippen bei dem bekloppten Stromspar-Scheiß. Ja, das ist mein Lieblingsmoment. Das passiert mir immer bei Daily. Und immer sofort, wieder. Das ist mein Lieblingsding. Das ist mein absolutes Lieblingsding von allem. Und vor allem habe ich so eingebaut, dass man es im Takt wegdrückt. Darüber freue ich mich wie ein kleines Kind. Ja. Das ist mir natürlich aufgefallen. Ne, es ist genau so getimt, dass es rum, tim, 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 tack. Und dann drückt man rum, tim, 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 tack. Also wenn, es gibt keinen Menschen, der da nicht im Takt das wegdrückt. Und auch alle Animationen hinten raus sind ja im Takt. Also alles passiert immer in so kleinen Geräuschen drumherum. Ja. Ja. Nee, die Batteriewarnung, das ist ja der erste Moment, wo es quasi rübergeht in so Screen-Dings. Das war mein Lieblingsding. Ja. Ich finde auch ganz besonders toll, I feel like heartbroken und dann wird es so amazing. Das finde ich sehr, sehr cute. Sehr, sehr cute. Was liebe ich noch so sehr? Ah, so wir hatten zum Beispiel, also nur mal, um es mal zu sagen, wir hatten auch zwischendrin, gab es eine Idee, die ich super fand, wo immer so Wörter durchgestrichen waren. Also haben Sachen sich geschrieben und dann haben sie sich durchgestrichen, dann haben sie sich wieder geschrieben und wieder durchgestrichen teilweise, dass man quasi den inneren Kampf mit sich selbst und was auch immer. Und das zum Beispiel sah total scheiße aus. Ja. Und das sowas sieht man halt erst, wenn es dann da ist und hat einen komplett verwirrt, weil man dann gar nicht mehr mitlesen konnte sozusagen. Ja. Also das meinte ich mit Ausprobieren, dass wir viele Momente hatten, die halt so theoretisch ganz schön aussahen. Und dann aber andersrum schwierig waren. Finn Kliemann hier gibt's. Ich gehe mal in ein, zwei Fragen, weil final. Ja, wie bist du auf Finn Kliemann gekommen? Ich kenne Finn seit ungefähr 10 Jahren, glaube ich. Der hat damals schon meine Webseite gemacht, sehr viele Projekte mit ihm zusammen gemacht. Ich glaube, das, worauf wir also wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel, hängen viel mit rum. Es gibt zwei gute Geschichten zu Finn Kliemann. Die erste ist, dass wir so eine Webseite mit Refugees Welcome, da konnte man sein Profilbild, als Facebook noch cool war, konnte man verändern und dann stand das so drüber. Das war eine Aktion, die ich mit Finn zusammen gemacht habe, so eine Art Profilbildgenerator. Mhm. Und das zweite war, als jetzt wird es nicht ganz jugendfrei, aber das ist okay. Du darfst jetzt nicht reagieren, aber wir waren mal oh Gott, das war so peinlich. Okay, bei Britta Becker. Ich darf nicht reagieren, das heißt, ja. Ich gucke einfach, okay. Genau, du darfst auf keinen Fall lachen jetzt. Finn Kliemann war in Hamburg und hat irgendwas gemacht, ich habe ihn getroffen, das war vor einem halben Jahr oder sowas, bei Britta Becker, das ist die Ex-Frau von, oder immer noch, ich weiß nicht, ob die noch verheiratet sind, Johannes Beckerner, und die wohnen sehr, sehr gut und ich kenne die ganz gut und mag sie auch sehr und wir sind abends noch ein Bier trinken gegangen. Und oder ein Wein bei ihr mit ihrem Sohn und so und wir kennen uns über das Hockey, bla bla bla. So, es ist wirklich ein amtliches Haus, ein mega geiles Haus. Finn kommt mit seinem Volvo angefahren, er fährt so eine Klapperkiste und ist ja so ein bisschen so ein Mensch, der was auch immer. Also so, sieht halt so aus, wie er aussieht, so ein lustiger Typ. Und wir kommen so gemeinsam, es war Schnee und wir driften die ganze Zeit durch Hamburg. Dann kommen wir da an und gehen rein und dann, willst du einen Wein? Und da hat er gesagt, ich muss noch nach Hause fahren und so. Und also es war so ein bisschen awkward, weil es halt wirklich, also es ist ein wirklich beeindruckendes Haus. Man steht in diesem Atrium und es war so der, hallo. Und dann sagt Britta so, oder willst du eine Cola zu Finn? Und Finn guckt sie so ein bisschen so an und sagt so, was ist mit meinem Poloch? Darfst nicht lachen, ist gut. und allen vier Leuten ist einfach alles, also es klang noch nicht mal ähnlich oder sowas, aber es war eine sehr lustige Situation. Und bis heute lachen wir immer noch. Es gibt viele. Hast du wirklich gut gemacht, Len? Finde ich überhaupt nicht witzig. Ja, ich auch nicht, ich weiß. Kommt zum Punkt, Ripke. So, gibt es noch eine Frage hier unten? Macht überhaupt keinen Spaß, wenn die Gegenseite nicht lachen darf. Ja. Okay, es müssen... Hammer witzige Story. Ich wünschte, ich hätte lachen können, aber ich finde auch ziemlich geil von mir, wie ich mich zusammengerissen habe. Ja. So. Es gibt viele Menschen, die du grüßen sollst. Das ist, glaube ich, in deiner Zielgruppe ein sehr relevantes Ding. Darf ich? Ich grüße dann alle. Okay. Ah, das Auto war leer, ja. Achso, das haben wir. Das können wir nicht. Das Auto war leer, oh Gott, die Auto-Story, wow. Auch da war Philly not amused. Not amused ist gut. Ja. Scheiße,
Ey, wirklich unglaublich. Wir haben uns so weggemacht. Ich habe wirklich, das war ja, also, man kann schon mal sagen, also Paul, erstmal, ich weiß, es war eine absolute One-Man-Show und du hast es unglaublich gewuppt an diesem Tag und ich habe großen Respekt und sehr, sehr viel Liebe für dich und auch Dankbarkeit, Wertschätzung, emotional, finanziell, also wirklich Hammer. Aber Paul ist gefahren. Er war ja auch Fahrer an dem Tag. Produktionsleiter auch, Runner. Alles. Kameramann, Regisseur, Catering. Klar, Es war aber Catering, auch hallo. Super veganes Catering, oder nicht? super veganes Catering, aber aus Versehen, das war egal. Wir sind gefahren und Paul ist dem Sonnenuntergang hinterhergefahren und wir hatten diese Windmühlenszene mit dem Blümchenkleid und wir haben an diesem der Einstelle an der Wüste angehalten, wo wir eigentlich richtig gut hätten drehen können. Da bist du aber dann einfach wieder umgedreht und weggefahren, was ich bis jetzt noch nicht verstehe. Wo? Weil du da, weil wir sind auf so ein Gelände drauf gefahren und da bist du dann aber wieder umgedreht. Das fandst du nicht gut. Das war der Wind. Es war zu viel Wind und der kam von hinten und ich hatte Schiss, weil die Stimmung am Anfang ist immer ein bisschen gespannt, weil so die ersten Szenen sind und man nicht so weiß. Und wenn dann auch noch von hinten Wind die ganze Zeit reinschallert, Ja. da hatte ich Schiss vor. Deswegen habe ich eine Letzten Endes war Windstille. nämlich eine Szene, die erste Szene, die wir halt gemacht haben, war dann halt auch die, die wir jetzt genommen haben. Weil Genau. wir sind dann dem Sonnenuntergang hinterhergefahren, also Paul, und hat krampfhaft versucht, den perfekten Spot mit dem letzten Licht zu bekommen. Und die Tankanzeige hat dann doch 1 bis 2 bis 14 Mal nicht nur geblinkt, sondern auch Überhaupt nicht. Töne gemacht. Doch. Nein. Bing, bing. Das war ein anderes, das war, weil Philipp nicht angeschnallt war. Nee, plus wir haben auch ein verbales Signal gegeben, oh, der Tank ist bald leer. Und dann sagt noch Ripke noch, ja, da ist immer was Spielraum mit drin. So, zweite Meinung. Ich dachte tatsächlich, eine zweite Warnung kommt noch. Es gab, nee, ohne Scheiß, Paul, es gab wirklich 10 Warnungen. es gab nicht nur eine Warnung, Alter. Naja, auf jeden Fall sind wir dann gefahren und sind über eine Freeway-Überführung drüber gefahren. Sechsspurig. Genau, die Freeway-Überführung war nicht eine normale Überführung, wie man sie in Deutschland kennt, sondern sie war auf der Hinseite vierspurig, auf der Rückseite vierspurig oder dreispurig jeweils. Es war auf jeden Fall Rush Hour, relativ viel los und dann ging das Auto aus. Und Paul hat ungefähr 1,5 bis 3 Minuten versucht, das Auto wieder anzukriegen, bis wir uns dann tatsächlich alle relativ sicher waren, dass wirklich der Tank jetzt einfach leer ist. Ich dachte am Anfang, das ist nur, weil das Auto am Berg steht, dass man, wenn man es umgedreht hat, kriegt man es hin. War es auch nicht. Dein Auto, wenn das am Berg steht, das ist so bescheuert. Paul hat wirklich das größte und proletenmäßigste Auto, was man sich vorstellen kann. Weil es euch gut durch LA gefahren hat. Jetzt hör mal auf meinem Escalade Absolut, rum. das war sehr, sehr toll. Es Wo war du ganz toll. Fotos postest, wo du auf der Motorhaube rumhängst. Also ganz so Ja. scheiße kann es ja anscheinend nicht sein. Nee, es ist ein absolutes Proletenfoto, was man schon mal posten kann. Das heißt ja nicht, dass dieses Auto dann den Berg nicht hochkommt. Wow, okay. Wir standen also auf dieser Freeway-Überführung und der Tank war leer. Und dann haben wir überlegt, was wir jetzt machen. Dann sind Paul, Fabi, Paul Hüttemann, haben dann versucht, dieses Auto anzuschieben. Und Philipp war not amused und hat versucht, den kompletten amerikanischen Überführungsverkehr aufzuhalten und zu leiten. Man darf aber dabei nicht vergessen, dass er sehr, sehr verantwortungsbewusst immer sein Make-up-Täschchen dabei umhatte. Und es war eine Vorstufe von hysterischer, panischer Anfall, würde ich sagen. Ja, Äh, schon. wir hatten, wir hatten aber alle relativ viel Spaß und jetzt bist du dran, das zu Ende zu erzählen. Ich kann nicht mehr. Ja, warte, ich versuche gerade die Fotos zu finden. Ich habe die Fotos ja noch. Es gibt Ah, es ja gibt vor allen Dingen Fotos. ausreichendes Bildmaterial davon. Es gibt Videos vor allen Dingen. Jetzt kann man Fotos posten. Ja, warte. Aber kann man auch Also Videos posten? Weiß ich nicht was so wir richtig. gemacht haben, ist, wir haben dann quasi das Auto quer über die kompletten
über die kompletten Spuren drüber geschoben durch den Verkehr. Also der Verkehr musste sozusagen aufgehalten werden. Wir haben das Auto komplett. Guck mal hier, kann man, siehst du das jetzt? Ja, ich sehe. Das bist du halb unter Wasser. Cool, oder? Guck mal, das bin ich. Oh, bitte. Das ist die. Guck mal, so haben wir getestet, ob das geht mit der Projektion. Ja, die Zwischensache. Schön. So, warte. Dann kann man das jetzt, wenn man das jetzt abspielen könnte. Kann man nicht? Na, warte, doch, doch, kann man. Hier sieht man, wie Paul das Auto schiebt. Aber geht das? Ah, scheiße, das ist das Falsche. Ah, doch, das hier. Ist ein Video von... Das war die Situation, oder? Läuft ja, das war die Situation. Ja, 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 100%. Wir mussten über die kompletten Spuren rüber, weil wir ein paar hundert Meter Entfernung eine Tankstelle gesehen haben, wo wir uns hinrollen wollten. Und das Ding war, dass wir ja fast sozusagen oben am Berg waren und wir haben dann uns quer über die Straße rüber gerollt. Ich habe mich dann ans Steuer gesetzt. Paul hat auch zwei Panikanfälle gekriegt, weil er nicht geglaubt hat, dass ich das Steuer unter Kontrolle habe. Alter, das war ein 4-Tonnen-Auto, was keine Servolenkung und kein Dings mehr hatte. Deswegen hatte ich halt Angst davor, plus Bremse, dass du gegebenenfalls nicht die ausreichende Beinkraft als besitzt. Zartes Pflänzchen. Hast du aber gehabt. Also ja, ist ja alles gut. Hat alles geklappt. Vollgas, Alter. Wirklich. Aber ich bin auch in solchen Situationen, ich kenne dann keinen Spaß. Ich sage dann so, nee, wir ziehen komplett durch jetzt. Ich mache das so. Ich mache das komplett. Kein Problem für mich. Ich werde dann so zu so einem Agro-Boss. Los, schieb mich an. Das war aber auch gut. Also, es war ja auch lustig, wie wir es dann gemacht haben, oder? Ja, war sehr lustig. Das Gute war, dass wir dann, als wir über die kompletten, über die Überführung sozusagen uns drüber geschoben haben, habe ich dann eingelenkt, sodass wir dann den Berg runterrollen konnten und mit der Rollkraft es dann tatsächlich bis zur Tankstelle geschafft haben. Und warte, jetzt sag mir mal kurz, wie ich ein Bild hier reinpacke. Du machst unten rechts, gibt es einfach ein Foto und dann kann man das dazu führen. Weil ich muss ja auf das Backup-Handy gehen. Rechts unten. Neben dem Face-Filter. Nee, oh, Kamera gewechselt. Ups. Neben dem Face, nee, da habe ich kein Foto. Ja, also wie so ein, nein, gut. Nee, ich habe nur ein Pfeil, ein Face-Filter und Kamera umdrehen, was ich gerade gemacht habe, und meinen Schrank gezeigt. Ja, naja, das nächste Mal. Dann. Also es gibt eine Daily-Folge, wo das alles ausführlich besprochen und gezeigt wird. Die kann ich ja nochmal posten. Mhm. Die ist da. Ich wollte gerade das Foto zeigen, wo wir so glücklich waren, dass wir es geschafft haben. Achso, ja. Hast du das? Das wiederum könnte ich tatsächlich haben. Warte. Das muss ich mir jetzt kurz selbst airdroppen hier in dieser großartigen. Du musst nochmal kurz die Zeit überbrücken. Okay. Erzähl noch mal einen Schwank aus deinem Leben. Ein Schwank aus meinem Leben. Oh Gott. Ich gehe heute Abend noch mit Jasmin was essen. Shakiri? Mhm. Shakiri, krass. Shakiri. Was macht die so? Morgen, was macht ihre Schauspielkarriere? Wenn sie noch zuguckt, kann sie das ja selber gleich mal erzählen. Und morgen habe ich tatsächlich einen kompletten Tag, einen kompletten PR-Tag. Ich mache Interviews und also, oh, guck mal, wie doll wir uns freuen. Ja, guck, über uns. Geh mal bitte näher ran, wie doll wir uns freuen. Was für eine Erleichterung in unseren Gesichtern ist. Nee, es war das Glück des Jahrtausends, dass diese Scheiße, also tatsächlich wäre der Dreh im Arsch gewesen, wenn ich, also bei allen lustigen Sachen, ich dachte schon, okay, jetzt. Das ist jetzt nicht so schlau. Naja, aber man muss auch sagen, also dann hätte bestimmt irgendjemand von diesen 80 Milliarden Amis in ihren Autos da irgendeinen Reserve-Benzinkanister gehabt oder so. Ja, hoffentlich. Aber ja, naja, ja doch. Wahrscheinlich mit einer amerikanischen Flagge dabei. Also aber auf jeden Fall hatten wir Glück. So, jetzt hätten wir gerne noch ein paar Kommentare, die wir beantworten können, oder? Gerne. Kannst du noch mal sagen, hallo, ich bin Lena und ich komme aus Hannover. Hallo, ich bin Lena und ich komme aus Hannover. Und wie alt bist du? Ich bin, oh fuck, wie alt bist du? 24? Ich bin gerade 23 geworden. Bist du wirklich?
Ja. Bist du so jung? Nein, willst du mich verarschen? Ich werde im Mai 28. Es hätte ja sein können, dass du irgendwie mit 13 den Eurovision Song Contest gewonnen hast. Nee, aber ich habe mich mal gefragt, wie man das schafft, dass man das Alter vertuscht. Also zum Beispiel jetzt sowas wie bei Cher oder so. Wie haben die das geschafft? Achso, visuell oder inhaltlich? Inhaltlich. Ja. Paul, wie war das Rennen aus deiner Kameraperspektive? Das Rennen? Bin nicht befugt, über die Formel 1 zu reden. Ja, wir sind ja hier auch nicht wegen der Formel 1. Bin ich nämlich auch. Kommst du mit dem neuen Album nach Hessen, Lena? Meine Tourdaten findet ihr in meinen Highlights, in meinen Insta-Highlights. Da ist ein Highlight mit Tour und da findet ihr alle Tourdaten, Leute. Sag mal, Lena? Paul? Ja, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da bin. Wenn ich da bin, natürlich, unbedingt. Hier gibt es eine gute Frage von Stefan Röhl, der ein toller Fotograf aus Hamburg ist. Ob es das Album auch aus Vinyl gibt? Ja, oder? Das Album gibt es auch als Vinyl. Warte kurz. Zeig mal. Jetzt ist er weg. Oh. Da ist er wieder. Pass auf. Kamera drehen. So sieht es aus. Von vorne. Das Artwork ist von, guck mal, hier drin ist die Blume, das Gänseblümchen, was hier ganz ist. Und hier, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. In den jeweiligen Herzkammern. Genau. Liegt hier auf einem Sandhintergrund im Sonnenuntergang. Und auf der Rückseite ist die Vase von hinten zu sehen. Genau, die gibt es 1500 Mal und die sind alle signiert. Das Artwork dafür hat Silam X in Kooperation mit Sucuk und Bratwurst gemacht. Und die Jungs. Das ist der Name der Welt. Hammer. Die Jungs und die Claudia von Zillam, die sind so, so toll. Also das ist wirklich, die sind so knallermäßig. Ich liebe die total. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das für mich gemacht haben, mit mir. Wo gibt's die? Die kann man kaufen bei Amazon und überall, wo man halt sowas kaufen kann. Ich habe noch eine Frage, Lena. Ich, ja. Ich sag dir drei Begriffe und du musst mir sagen, wie die zusammenhängen. Nein, oh, ich hasse sowas. Schleier, Landshut. Nee, ich leg gleich auf, hör auf. Wirklich, ich möchte es nicht. Wirklich, hör auf, bitte, mach's nicht. Das ist anstrengend. Paul, hast du nichts mit deiner Leica gedreht? Doch, sind auch ein paar Szenen drin, die mit der Leica, weil der ganze Anfang ist Leica SL. Das ist jetzt ein bisschen Fotonerdtum, 10 Sekunden geben wir dem. Der Anfang soll ja wie ein richtiges Video quasi werden und dann geht es erst aufs Handy. Also der Anfang ist auf Leica SL gedreht, auch in 120 Frames dazwischen drin. Immer noch 4K. Mit welchem Telefon hast du gedreht, ist die Frage. Darf man das sagen? Mit zwei, ja. iPhone 10 und iPhone 8 Plus. Aber und manchmal sogar mit so einer Linse, man sieht manchmal so blaue Striche, das ist die anamorphe Aufsatzlinse von Moment, habe ich da drauf. Das ist so ein Objektiv da drauf. Da hat der Paul mich gefragt, ob ich ihm die irgendwie besorgen kann und I made it happen. Genau, über ein Product Placement. Da hat sie einfach ein paar DMs rausgeschallert an den Hersteller genau. Und dann für 3-4 Posts ist es dann rausgemacht. Woher kennen wir beide uns? Wann haben wir uns zum ersten Mal gesehen? Weißt du's? Wahrscheinlich Coachella, oder nicht? Wirklich? Mit Blogger-Massage Coachella haben wir uns nicht das erste Mal gesehen. Nee, doch. Never. Safe. An dem Pool haben wir zum ersten Mal Hallo gesagt. Niemals. Hundertprozentig. Was ist das auch für ein Satz? An dem Pool haben wir uns zum ersten Mal Hallo gesagt. Ja, das weiß ich ziemlich genau. Weil du auf so einem aufblasbaren Schwan im Pool lagst. Das stimmt relativ, nicht, das war Lena Lademann. Nein, das stimmt nicht, das war Lena Lademann. Das habe ich nicht gemacht. Aber auf jeden Fall sahst du beeindruckend hot aus. Ja, auf diesem Schwan. Natürlich. Vielleicht war es aber auch Lena Lademann. Hier ist jetzt die Frage, Coachella 16 oder was? Habt ihr euch schon mal geküsst? Seid ihr auch privat liiert?
Nein. Wir sind verheiratet, Lena und ich. Paul ist verheiratet. Nicht mit mir. Zeig mal dein Ohrpiercing. Na, ob ihr das Oh. wirklich sehen wollt. Wow. Ist es immer noch entzündet? Halt die Fresse. Ich glaub's nicht. Paul, du bist so Sag mal, kacke. ist es entzündet Nee. oder nicht? Ist es Nein. weggegangen? Es ist weggegangen und ich habe jetzt auch Ringe drin. Hier fehlt der richtige Ohrring. Okay. Und hier ist ein neuer drin mit Glitzy. Kannst du mir das? Was? Helene Fischer und kann, das verstehe ich nicht. Naja. So, ich habe jetzt in 7 Minuten muss ich, darf ich, kann ich jemanden anrufen, der aus Pennsylvania kommt und muss auf Englisch mit dem über seine Zukunft. Better Call Paul. Mein englischer Podcast nehme ich jetzt auf, das erzähle ich dir wann anders. Das ist so ein Quatsch, den ich mache. Wieder irgendein Scheiß, weil mir mal wieder irgendein Zeug. Was kommt denn als nächstes Video eigentlich? Gibt es da schon Planungen? Weiß man das? Ich bin Ja. 38. Was ist es? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen möchte. Ich sag mal so, hat der Song was? Die Tracklist ist doch draußen, oder? Ja, die Tracklist ist draußen. Trotzdem muss ich jetzt überlegen, was der eine Party-Hit war. Partiert. Den einen, auf dem wir. Das ist das Schöne an Musikvideos machen und so weiter, ist, dass man immer die Musik vorab hört. Das ist tatsächlich voll geil. Ja. Deswegen denke ich immer, dass ich weiß, was gut ist und was ein Hit wird. Noch nie hatte ich recht damit. So, warte kurz, ich gucke jetzt auf dein Ding. Warte, 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 warte. Kannst du bitte mal. Warum heißt du eigentlich nicht mehr Lenas View auf Instagram? Weil mir das irgendwie zu babymäßig war. Gab es irgendjemanden, der das auch mal, also der da ein bisschen pushy war, dass du das vielleicht ändern sollst? Ah, ja, du. Stimmt. Paul hat mir gesagt, kannst du jetzt mal dich umbenennen? Ich wollte am liebsten einfach nur Lena, aber der war halt nicht mehr frei. Ja. Und es Das sind gibt die eine, Chefs. die heißt Lena auf Instagram, aber die ist privat und ich wollte der jetzt auch nicht ihren Namen wegklauen. Hättest du auch nicht hingekriegt, weil das ist was. Sag mal, wo kriege ich denn die Tracklist von deinem? Ich bin auf deinem Instagram-Account, sehe aber keinen. Ich glaube, ich habe es noch nicht in die Highlights reingepackt. Ja, das sehe ich gerade. Erzähl mal, wie die Geschichte von, also ich finde die Songtitel, wenn man die runterliest, ergeben die einen wunderbaren Sinn. Pass auf, die Tracks sind Ja. IRL, das ist sozusagen der Das Einstieg für Intro. das Intro, genau. Dann Thank You, die kennen wir ja. Private Thoughts. Nee. Sexy. Nee. Scared. Dann Life Was a Beach. Dann Sex in the Morning. Oh my God. Nach Life was a Beach. Das muss ja eine Dann gute Party gewesen Note to myself. sein. Kam dann. Dann kommt Love. Dann kommt Don't lie to me. Watch your way. What's your way, easy one. Dann kommt Stuck Inside. Dann kommt Skinny Bitch. Oh my God. Dann kommt Boundaries. Okay. Ich hätte gern Skinny Bitch als nächstes, als Video. Skinny Bitch als Video. Hammer. Ja, den machst du dann aber auch. Nee, Skinny Bitch ist es nicht. Aber das war doch der Song, zu dem wir die ganze Zeit gefeiert haben. War es Sex am Morgen? Nein. Wie war es? Ja. Ja, auf den Song haben wir die ganze Zeit gestimmt. Skinny Bitch. Mascha freut sich. Hallo Mascha. Hallo Mascha. Habe dich auf mein Schiff 5 getroffen. Hallo Skinny Bitch. Sophia. Nein, mein Schiff 5 habe ich getauft. Das hätte ich gewusst. Nee, da war nicht Mascha, da war jemand anders. Sophie. Bist du ein Musical-Fan? Okay, ich habe keine Bist Ahnung bei dir mit deinen Insta-Girls. Musical? Sing mal bitte, was wird hier gesagt? Please grüß mich mal.
Hi Paul, wann lernen wir uns mal kennen? Weiblich oder männlich? Breakfast Photography. Männlich. Wahrscheinlich. Ja, okay, ich will dich auch nicht weiter. Was soll das Ende bedeuten, haben wir doch erklärt. Deswegen. Da scheint jemand nicht die ganze Zeit mit dabei gewesen zu sein. So ist es. Wann geht Lena ins Dschungelcamp? Ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen. Würdest du nicht? Safe. Würdest du das helfen, wenn ich bei. Also zwei Sachen. Wenn ich wirklich mal in die Jury von Topmodel gehen würde, würdest du es helfen? Nein. Und würdest du helfen, wenn ich ins Dschungelcamp gehen würde? Nein, ich würde es überabfeiern. Deswegen. Ich bin der Einzige, ich behaupte, dass ich das kann. Also mein Ruf ist eh schon ruiniert und ist eher ganz lustig. Ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen. Ich finde es ja auch mega witzig, aber das kann man doch nicht machen. Ich will. Es gibt ein paar andere Sachen, die ich dieses Jahr mache, wo ich auch gesagt habe, das kann man nicht machen. Hast du auch wieder recht. Hallo, Sebastian Kafka fotografieren. Siehst du, Mascha wird es auch abfeiern. Naja, Mascha wird es auch abfeiern. Natürlich, wir würden es alle abfeiern. Aber das wäre auch nicht. Nee, weißt du, das wäre aber nicht gut für dich, glaube ich, weil man kriegt so krass schlechte Laune mit so Essensentzug und so. Ja. Ich glaube, das ist gefährlich. Gefährlich wäre. Ich habe eine zweite Frage an dich. Eine ernst gemeinte, zum Abschluss eine ernst gemeinte Frage. Ja? Nee, ja, okay, mach mal. Bin jetzt so ein bisschen langweilig geworden mit kein Fleisch und kein Essen und bla bla und habe auch relativ abgenommen und was auch immer und bin jetzt hier zum ersten Mal in die Formel 1 gekommen und der Teamchef von uns hat mir dann als erstes gesagt, oh, du verlierst dein USP und zeigst, dass dir doch nicht alles scheißegal ist und bist genauso narzisstisch wie alle anderen Menschen. Weil mein USP gewesen wäre, dass ich drauf scheiße, wie ich aussehe und dass ich dick bin. Dass du ein dicker Trottel bist. Ja. Wie gehe ich jetzt damit um? Verliere ich meinen USP? Aber der USP ist ja ganz gut als dicker Trottel. Nee, also ich finde, du verlierst deine USP nicht, wenn du nicht sterben willst. Ja, oder? Ja. Ich nehme ich auch. Hä? Ich fühle mich aber besser. Es geht ja auch nicht drum, poste ja jetzt nicht. Nee, da werde ich schon wieder fast sauer, weil ich finde, das ist eigentlich eine unmögliche Aussage, aber es hört sich auch so sehr irgendwie deutsch oder europäisch an. Ich finde, dass man erstens, dass du nicht nur sozusagen da bist, weil du jetzt eine USP hast. Das ist so böse, dass du sagst, als dicker Trottel. Ja. Weil so, okay. Du bist ja auch da, wo du bist, erstens wegen deinem Können und wegen ein paar Charaktereigenschaften, die du hast und die du gut einsetzen kannst für sozusagen deinen Erfolg und das, was du tust, das, was du machst, das, was du kannst. Ich finde nicht, dass es zu verurteilen ist, dass man nicht sterben will. Und ich finde auch, dass man sich verändern darf und dass man sich immer umentscheiden darf. Und ich finde, das ist so deutsch und es ist so, so kacke und voreingenommen und unflexibel, dass alles, was neu ist, dass alles, was Veränderung ist, dass es erstmal nicht akzeptiert wird, dass es erstmal falsch ist, dass es erstmal blöd ist, dass man eine Gewöhnungsphase erstmal braucht, um sich irgendwie damit klarzukommen. Jeder Mensch ist individuell. Wenn ich heute das sage und in zwei Wochen was anderes sage, dann habe ich das Recht dazu und jeder andere hat auch das Recht dazu. Ich finde, geht gar nicht. Also Waschbrettbauch, Vollgas. Ja, komm. Rip. Aber es hat ja auch nichts mit Narzissmus zu tun. Oder willst du das machen, damit du geil aussiehst? Und auch das wäre ja okay. Das ist ja auch nicht narzisstisch. Also auf eine gewisse Art und Weise schon, okay. Aber es wäre sozusagen narzisstisch, wenn du dann ab dann nur noch oberkörperfrei Fotos mit Tierbabys posten würdest. Ja. Aber also das wäre auch wieder eine Art und Weise, wie man wahrscheinlich erfolgreich sein könnte. Bei mir schon wieder. Also ich meine, mein Bart, ich war zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Barber, damit ich ein bisschen so aussehe wie Shindy. Du weißt warum. Hat geklappt. Ja, weil du Shindy des Todes abfeierst. Du bist so bescheuert.
Ja, hat geklappt auf jeden Fall. Du siehst Shindy zum Verwechseln ähnlich. Ja, leider nicht. Muss ich noch. Der ist kein dicker Trottel. Kann ich mal so viel sagen. Gut. Vielleicht noch mal eine Sonnenbank. Wie? Vielleicht noch mal eine Sonnenbank. Aber merkst du einen krassen Unterschied auch körperlich, so vom Energielevel und von so, weißt du, vom generellen Gefühl her, jetzt nicht nur wegen Alkohol komplett weglassen, sondern auch wegen Ernährung und allem? Ja, na klar. Aber ist es so geil, dass du es durchziehen willst, oder ist es so... Ich mache schon erstmal 3 Monate, ich habe noch 2 Wochen. Es ist, also es ist schon, ich werde schon sehr unsozial, muss ich auch sagen. Also gerade das Nicht-Trinken führt dazu, dass ich nicht mehr so, und dann noch weniger essen und nicht so viel, oh, mein Call, da hat jemand recht, scheiße. Der Mensch aus Pennsylvania ruft die ganze Zeit an. Man hat nicht so viel Bock, man lässt sich nicht so treiben und man akzeptiert auch nicht so viel, finde ich, an Gesprächen. Weißt du, also so mir passiert schon sehr oft, dass ich sage, so, ich gehe jetzt mal nach Hause. Weißt du? Ja. Oder, also zum Beispiel kam es mir sehr recht, dieses Wochenende, dass ich fast jede Nacht 6-7 Stunden nochmal umgeschnitten habe, unser Video, weil das war quasi genau die letzten 3 Tage, wo das hier losging mit der Formel 1. Und deswegen hatte ich eine geile Entschuldigung, dass ich abends nicht socializen musste. Das fällt mir schwerer ohne Alkohol und ohne Essen sowieso. Weil also, wenn man du ja da auch sagen muss, dass das sozusagen einer deiner größten Skills ist, zu essen? Socializen. zu essen. Hang. Guck mal, aber es gibt willst auch du nochmal zum Abschluss mein Outfit sehen? Ein kleines Outfit. Ah, oh, ich habe einen Nackenstall. Oh, mal, so. Ja, so sehe ich aus. Wie geht denn das, Scheiße? Heißt es Outfit? Das ist kein Ganzkörperspiegel in deinem fancy Hotelzimmer. Ja. Willst du mich verarschen? Ich sitze die ganze Zeit in Boxershorts. Toll. Das hast du nicht ernsthaft gezeigt. Natürlich. Du bist so gut. Ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Ja, du versuchst weißt ja gerade. Hier war vorhin ein. Kann man das sehen? Das kriegt man nicht drauf. Aber da war die Arnold Schwarzenegger Convention die letzten 3 Tage. Deswegen saß Arnold Schwarzenegger neben mir beim Frühstück mit 4 Bodyguards. Und wie war's? Die Geschichte ist genau jetzt schon vorbei. Ich wollte nochmal den Name droppen, weil ich so international bin. Hammer. Kannst du bitte nochmal Kiwi zeigen? Ist Kiwi gerade in der Nähe? Nee, Kiwi ist gerade nicht in der Nähe, weil ich war gestern nicht zu Hause. Die ist beim Hundesitter gerade. Ich liebe Hunde. Leider. Liebst du wirklich Hunde? Nee, oder? Wie kann ein Mensch keine Hunde lieben? Ich hatte mal Hunde, ist alles gut, aber ich habe Kinder. Ich finde Hunde voll okay. Aber ich finde die, es ist ein bisschen, wie formuliere ich das jetzt sauber? Ich finde tatsächlich, dass... Lass einfach das Gespräch hier abbrechen, das macht gar keinen Sinn. Doch, einen kurzen Satz. Nee, du machst dir nur Feinde, wirklich. Das ist okay. Ich finde Hunde super und ich finde auch Kinder super. Was ich nicht so gut finde, sind Menschen, die ihre Liebe zu Hunden oder Eltern, die ihre Liebe zu Kindern so abfeiern und sich so wichtig nehmen da drin, dass sie einen Hund haben und dass sie dies und das. Hat dein Hund einen eigenen Instagram-Account? Ja. Nee, jetzt sollten wir aufhören zu sprechen. alles andere finde ich total okay. Und das geht auch. Tatsächlich ist der, weißt du, was jetzt passiert gerade? Ich habe noch 42 Sekunden remaining, steht hier oben. Der Livestream. Wir dürfen gar nicht mehr weiter livestreamen. Instagram verbietet uns das. Wow, ja, okay. Heiko Hebig selbst hat sich eingeloggt und hat gesagt, es reicht jetzt nicht genug gelabert. Schluss. Kein Bock mehr. Hört auf zu reden. Soll ich noch irgendjemanden hier grüßen? Wollen noch viele Leute mal gegrüßt werden? Nee, niemand will mehr grüßen. Das ist unser Beruf, was wir gerade hier machen. Wir haben auch noch private Hobbys. Das habe ich nicht verstanden. Das war mir zu schwierig. Schau mal in dein Postfach, Lena. Ich sage, wie es ist. Guck mal. Oh, Heiko hat was gesagt. Heiko hat gesagt, er würde nie sagen, dass wir zu lachen. Naja.